Nicolas Sarkozy steht wieder im Rampenlicht, aber wohl anders, als sich der frühere französische Präsident das gewünscht hat. In Paris beginnt ein Prozess gegen den 65-Jährigen, der von 2007 bis 2012 Frankreichs Staatschef war. Sarkozy muss sich wegen des Verdachts der Bestechung und der illegalen Einflussnahme auf die Justiz verantworten. Nach Überzeugung der Ermittler versuchte er 2014, einen Staatsanwalt am obersten Gericht zu bestechen, um an Informationen zu einem gegen ihn laufenden Verfahren zu kommen. Im Gegenzug soll Sarkozy dem Staatsanwalt Hilfe bei der Bewerbung um einen Posten zugesagt haben. Sarkozy drohen 10 Jahre Haft und eine Geldbuße in Höhe von 1 Million Euro. Mit angeklagt sind sein Anwalt sowie der Staatsanwalt, den er der Anklage zufolge bestechen wollte. Es wird wohl nicht der letzte Prozess gegen Sarkozy sein. Im Frühjahr muss er sich wegen des Verdachts der illegalen Wahlkampffinanzierung vor Gericht verantworten. Zudem ist er wegen seiner Nähe zum früheren libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi im Visier der Justiz.